nimmt man immer an, es ist was, was außen stattfindet. Mit welchen Menschen spreche ich, wo knüpfe ich Kontakte, wofür akquiriere ich, wer könnte mir hier nützlich sein. Ich will heute mal den Fokus dorthin legen, wo es um inneres Lobbying geht, nämlich die eigenen inneren Stimmen. Friedemann Schulz von Thun hat schon in den 80er Jahren den Ansatz gebracht vom inneren Team. Wir haben den also einige Kilometer weiterentwickelt seither. Da geht es sehr stark darum, welche verschiedenen Teamplayer habe ich eigentlich, wer sind meine inneren Lobbyisten. Also Beispiel, wenn meine Damen im Büro kommen und sagen, Tatjana, es gibt einen neuen Kopierer, der kann XY und Klammern und Heften und was weiß ich, kaufen wir den oder leasen wir den? Dann sagt natürlich sofort der Technikfreak in mir, warum haben wir das Ding noch nicht? Die verantwortungsvolle Geschäftsfrau sagt, das müssen wir erstmal vorrechnen, wo Leasen hier günstiger ist als Kaufen oder andersrum Kaufen günstiger ist als Leasen. Die Kritikerin in mir sagt, so ein Schmarrn, was mache ich damit? Die Diva in mir sagt, wie kann man mich belästigen mit einem Senf wie einem Kopierer? Also ich habe hier unterschiedlichste Rollen in mir, die natürlich alle ganz andere Meinungen haben. Und jetzt geht es darum, mal zu schauen, welchen Rollen, welchen inneren Lobbyisten gebe ich seit Jahr und Tag bereits recht oder die gleiche Stimme? Wen lasse ich raussprechen? Denn das ist wie bei einem Fußballteam. Wenn ich immer die gleichen Mannschaftsspiele einsetze, werden andere auf der Reservebank schwache Muskeln bekommen, irgendwann das Team verlassen und nicht mehr dabei sein. Also sich mal zu überlegen, was habe ich denn eigentlich für Teamplayer? Die darf man jetzt nicht verwechseln mit den Rollen, die wir im Leben haben. Dort bin ich Bruder, dort bin ich Ehemann, da bin ich Vater und hier bin ich Sohn, sondern wirklich mit den unterschiedlichen Menschen in uns. Also ich zum Beispiel habe ganz klar eine Optimistin in mir. Ich habe auf der anderen Seite eine große Kritikerin. Da gibt es eine Diva, da gibt es eine verantwortungsvolle Mutter, die jetzt tatsächlich auch im wirklichen Leben die Rolle der Mutter hat, aber die gibt es auch in mir. Da gibt es das rebellische Kind, das grundsätzlich nicht tun mag, was regelkonform ist. Und diese Stimmen sich bewusst machen und dann denen auch außen Gehör verschaffen, ist sehr nützlich. Das ist jetzt nicht der Aufruf zur Netto-Schizophrenie, sondern damit gibt man dem anderen auch ein bisschen mehr von sich preis. Indem man sagt, okay, Sie wollen von mir deine Meinung. Also der Mutige in mir sagt, wir sollten das unbedingt probieren. Der Warner in mir sagt, ich würde mal ganz gern ein Pilotprojekt starten und dann erst sehen, ob wir dieses Produkt kaufen oder nicht. Die Unternehmerin in mir sagt, ich finde das ganz schön teuer und kann mir noch nicht vorstellen, wie sich das rechnen soll. Und der Umweltbewusste oder die Umweltbewusste in mir sagt, ist denn das auch wirklich was, was für meine Kunden transparent macht, dass uns Nachhaltigkeit oder Umweltgedanke auch mit diesem Produktkauf ein Thema sind. Das sind durchaus Möglichkeiten in Besprechungen, nicht nur mit Ja und Nein zu argumentieren und seine zwei Argumente drunter zu haben, sondern auch ein bisschen die inneren Lobbyisten in sich reden zu lassen, damit nicht immer die gleichen das Wort gewinnen. Wie kann man in Konfliktsituationen diesen inneren Stimmen so viel Raum geben, dass man nicht nur eine sprechen lässt, aber trotzdem nicht so zerfasert wirken, dass es am Ende unentschieden rüberkommt? Gerade in Konfliktsituationen finde ich es besonders nützlich, auch bei Verhandlungen, wenn man ein Stückchen hinter den Vorhang schauen lässt und den Menschen auch zeigt, so spielt es sich in mir ab, ohne dabei die Verhandlungsstrategie zu verraten. Also hier gibt man ja nicht unbedingt eine Taktik preis, aber sagt sehr wohl, naja, also wenn ich jetzt mal drei Stimmen in mir hernehme, die spontan hochkommen, das ist auf der einen Seite der Unternehmer, das ist auf der anderen Seite der Verkäufer und auf der dritten Seite der Warner, dann sagen die Folgendes. Das ist schon was, womit der andere sich dann auseinandersetzt. Muss und wofür er dann quasi nicht nur eine Verhandlungsstrategie braucht, sondern mit allen drei Stimmen spricht. Gerade wenn ich im One-to-One bin und es geht um sehr viel, ist das sogar eine sehr gute Technik, um den anderen auch ein bisschen zu beschäftigen.